Okay, Leute, jetzt kommt die Messerrasur. Bevor ich das Messer hernehme, beginne ich erst mit meiner Rasurvorbereitung. Den ersten Schritt habe ich ja schon gemacht, indem ich mich geduscht habe. Heißes Wasser ins Gesicht, Barthaare sind schon ein bisschen aufgeweicht, Poren schon ein bisschen erweitert. Ich habe in meinem Hobelrasurvideo habe ich schon mal davon gesprochen, dass es bei mir sozusagen eine verkürzte und eine erweiterte Vorbereitung gibt. Beim Messer gehe ich auf Nummer sicher, da mache ich eine erweiterte Vorbereitung. Was meine ich damit? Was redet der für ein Quatsch? Ich nehme erstmal von Proraso so eine Crema Pre-Barba, eine Pre-Shave-Creme. Ja? Also die hilft noch mehr dabei, das Gesicht und die Barthaare auf die Rasur vorzubereiten. Ja? Das ist jetzt keine Rasiercreme oder so, die man aufschäumen muss, sondern das ist halt eine Creme, um sich einzucremen. Okay. Das mache ich mal zuerst. Mein Rasierpinsel ist beim Duschen schon eingeweicht. Ich habe gerade nochmal neues heißes Wasser aufgefüllt. Also der weicht gerade noch ein. So. Und da kommt schon eine richtige Mentholwolke hoch. Also das ist hartes Zeug. So. Das lasse ich jetzt ein bisschen einziehen. Und in der Zeit muss ich das Messer einmal abledern. Mein Messer habe ich hier. Und ich brauche dafür meinen Streichriemen. Genauer gesagt ist das ein Spannriemen. Ja, habe ich schon was zu gesagt. Also kein Riemen, den ich irgendwo einhaken muss, sondern der ist auf so ein Gestell gespannt. Kann ich schön eine Hand halten und mit der anderen Hand das Messer übers Leder ziehen. So, dazu klappe ich es einmal ganz auf. Eine Sache. So Riemen zum Einhaken sind normalerweise breiter, aber Spannriemen sind, wie in diesem Fall, normalerweise schmaler als das Messer. Das heißt, wenn ich das Messer gleich übers Leder ziehe, muss ich das am besten immer in so einer Achtbewegung machen, damit die ganze Klinge abgeledert wird. Ja? Ich habe schon erklärt, warum wir das machen. Es bilden sich kleine Unebenheiten, mikroskopisch klein, die sorgen für Hautirritationen, vielleicht Schnitte oder Ziepen. Und durch das Abledern wird die Schneide wieder schön gerade aufgestellt. Okay, ich werde jetzt also mit so einer Achtbewegung das Messer einige Male übers Leder ziehen. Ganz wichtig dabei, wenn ich am Ende angekommen bin, niemals über die Klinge umdrehen, schon gar nicht dabei mit der Klinge das Leder berühren, denn dann macht man die Klinge rund und dann hat man irgendwann ein sehr teures Buttermesser. Ja? Also immer über den Rücken des Messers rollen. Ich werde jetzt also ungefähr 25 Mal diese Bewegung machen. So und so. Hat man es nicht gesehen? So und so, das ist eins. Ja, immer mit dem Rücken voran, wie eine Acht, damit die ganze Klinge abgezogen wird. Und jetzt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und 20, vielleicht ist 20 genug heute. Okay. Dauert bei mir noch ein bisschen lange, aber bei Leuten mit Übung geht das ruckzuck. Ja, die machen dann zick, 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 zick. Geht ein bisschen schneller. So. Das Messer lege ich erstmal wieder weg. Das ist abgeledert. Jetzt muss ich mein Gesicht natürlich nochmal einseifen. So, ich habe schon die Pre-Shave-Creme von ProRaso genommen. Ich mache heute das volle ProRaso-Programm. Seife und Aftershave Balsam, heute alles aus der grünen ProRaso-Linie. Ja, ich mag es gerne, wenn das zusammenpasst. So, da ist die Seife. Mit dem nassen Pinsel ein bisschen verrühren. Schön aufladen. Ja, ProRaso schäumt sehr gut. Da bildet sich sofort ein richtig voller Schaum. Ich glaube, mit dem Schaum kann ich schon was anfangen. Nehme ich wieder meine kleine Metallschale und dann mache ich mir da einen schönen Rasierschaum.
So, also schön viel Rasierseife ins Gesicht, weicht die Barthaare auf, bildet einen Gleitfilm, der das Rasieren erleichtert, pflegt, riecht gut. Gerade dieser mit Menthol und Eukalyptus erfrischt. Und dann kann das Messer auch kommen. So. Das habe ich. Bisschen Popeln. Ja, Rasierschaum in der Nase ist so ein bisschen besonders so ein mentholhaltiger. Kann ich darauf verzichten. So, jetzt habe ich das Messer aufgeklappt. Einmal so aufgeklappt, dass die Klinge nach unten, der Griff nach oben ist. Und dann geht es darum, wie fasst man das Ding eigentlich an. Manche machen so, ein Finger hier, die drei dahinter. Das ist mir irgendwie zu wackelig, zu wenig Kontrolle. Dann kann man es so machen. Zwei und zwei, ja, der kleine abgespreizt. Das gefällt mir am besten. Manche machen auch so, drei und eins. Da muss ich den Daumen komisch verbiegen, das mag ich nicht. Also ich halte mein Rasiermesser so. Zwei und zwei, ja. Zwei bei der Klinge, einer dahinter und der eine ist halt so ein bisschen abgespreizt. Dann gleich auch darauf achten, die Haut immer schön straff zu ziehen mit der anderen Hand. Das Messer im richtigen Winkel halten. Ich glaube, man sagt so 30 bis 40 Grad Winkel. Wenn der Winkel zu flach ist, dann zieht es. Wenn der Winkel zu, ja, wenn das Messer zu vertikal auf der Haut ist, dann geht es ganz gerne mal in die Haut rein. Also immer darauf achten, dass der Winkel richtig ist. Nicht aufdrücken, locker rüberziehen. Und ich beginne mal auf der rechten Gesichtshälfte, weil die für Rechtshänder einfacher ist. So, das Problem ist immer, man kann nicht so viel sehen, wenn man die Hand davor hat und das noch da. Ja, das Messer versperrt ein bisschen die Sicht. Dann irgendwann geht's aber. Genau, ruhig schön kurze Striche machen. Eilt dir heute nichts. Ich hoffe mal, man hört auch im Video dieses wunderbare Geräusch, wie das Messer über die Barthaare kratzt und sie durchschneidet. Zwischendurch mal abspülen, den Schaum vom Messer. Gerade die Stelle ist gefährlich, weil es hier so uneben ist. Ja, da ist die Wange und da ist die Nase und die Oberlippe. Schwer zu rasieren, ist schwer, jeden Quadratmillimeter Haut zu erwischen und sich gleichzeitig nicht zu schneiden. Ja. Also man merkt so über die Wange, das ist easy, das ist halt eine große Fläche. Aber gerade da, wo irgendwie, weiß ich, irgendwelche Höhen und Tiefen sind, Nase, Lippen und so, Ohrläppchen, da wird es immer ein bisschen schwierig mit dem Messer zu navigieren. So, das war die rechte Gesichtshälfte, jetzt kommt die linke. Ich habe auch gesehen, das macht jeder anders. Manche behalten das Messer in der rechten Hand und gehen da so rum. Andere nehmen das Messer in die linke Hand, das finde ich bis jetzt einfacher. Ja, obwohl ich Rechtshänder bin, dann auf links umsteigen. Aber das finde ich einfacher, als die rechte Hand so ganz rumzudrehen. Vielleicht ändert sich das auch noch. Man muss erstmal gucken, wie man das am besten hinbekommt. So, habe ich mich geschnitten. Vielleicht eine falsche Bewegung und es ist passiert. Kann aber sein, dass ich nur in den Schaum so ein bisschen reingeritzt habe. Ja, man muss aufpassen. Am besten beim Rasieren nicht noch Videos machen und reden und so einen Scheiß. Ja, das mit dem Straffziehen geht auch nicht so. Da habe ich die Hand vorm Auge.
jetzt vielleicht meine fünfte oder sechste Rasur mit dem Messer und ist wirklich noch sehr ungewohnt und schwierig. Also man braucht eine ganze Zeit, um das allein von der Koordination her hinzubekommen. Es sind halt völlig andere Bewegungsabläufe als mit dem Rasierhobel. Und eine ganz andere Handhabung. Aber es fühlt sich männlich an, das ist doch die Hauptsache. Und wer Rasiermesser verkauft, preist natürlich auch gerne an, dass man sich dann nie wieder Rasierklingen kaufen muss. Wobei diese zweischneidigen Klingen eh spottbillig sind, also. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Messerrasur großartige Vorteile gegenüber der Hobelrasur hat. Es ist halt ganz nett, sich mal mit so einem Messer durch das Gesicht zu fahren. Ich glaube, ich habe mich da wirklich geschnitten, aber winzig klein, es blutet nicht. Es ist ein ganz kleiner roter Strich. Das passiert, wenn man noch so einen Scheiß nebenbei macht und irgendwelche YouTube-Kacke aufnimmt hier. So. Ich denke, ich bin erstmal fertig. Ich spüle mal kurz das Messer ab und ganz vorsichtig an einem Handtuch abtupfen. Aufpassen, dass man da nicht irgendwie in das Handtuch reinschneidet. Ist auch nicht gut fürs Messer. Okay. Zusammenklappen. Ich bin jetzt mit dem Messer rasiert, allerdings, wie auch die letzten Male, die Rasur nicht so, wie ich sie haben wollte. Ich muss noch mal ganz kurz einen zweiten Durchgang mit dem Hobel machen, damit es noch wirklich gründlich ist. Ja, wenn man sich die ersten Male mit dem Messer rasiert, ist man einfach sehr vorsichtig und dadurch, dass die Handgriffe noch nicht so sitzen, manche Stellen einfach schwierig zu rasieren sind, ist die Rasur noch nicht ganz so gründlich. Also ganz schnell noch einmal drüber. Ja, mit dem Strich. Viele Haare sind da nicht mehr. Deshalb geht das jetzt super fix. Und fertig, jetzt bin ich rasiert. So, den Hobel kurz abspülen. Jetzt ein bisschen kaltes Wasser fürs Gesicht. Die Seife wieder ab. So. Einmal kurz den Alarmblock. Ich glaube, die eine Stelle wird gleich ein bisschen zwicken. Oh ja. Aber sonst nichts passiert. Das ist auch ein bisschen wie, wenn man beim Zahnarzt so Farbe in den Mund bekommt und der Zahnarzt zeigt einem, wo man nicht richtig geputzt hat. Ja? Und mit dem Ding hier, da wo es brennt, da hat man sich ein bisschen geschnitten beim Rasieren. Okay. So, wenn ich mich mit dem Messer rasiere, nehme ich meistens kein Rasierwasser, sondern heute auch von Proraso Rasierbalsam. Ist noch ein bisschen pflegender. Und ist besonders gut für trockene Haut. Damit habe ich auch so ein bisschen Problem. Ich habe trockene Haut. Und so ein Balsam spendet Feuchtigkeit. Riecht gut. Grüne Linie von Proraso, Eukalyptus und Menthol. So. Und ich bin fertig. Schön glatte Rasur.
Musste zwar den Hobel zu Hilfe nehmen, Messerrasur mache ich noch nicht so lange, erfordert Übung, aber es wird. So, dann bin ich fast fertig mit dem, was ich machen wollte. Morgen präsentiere ich vielleicht nochmal kurz, wie ich meine Haare mit Frisiercreme mache, mit Brillcreme oder so. Aber ansonsten bin ich durch mit dem, was ich machen wollte. Ja? Hab was über Rasurprodukte gesagt, über Haarprodukte. Hab mich mit dem Hobel rasiert, mit dem Messer. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt mir. Oder Verbesserungsvorschläge. Bin ja selber Anfänger. Gerne was dazu schreiben. Und dann sehen wir uns noch einmal. Und das war's erstmal. Bis dann.